Hey, es ist René, ich begrüße Sie zu diesem Video und heute rede ich über das Thema, ob Programmieren schwierig ist oder was ich von der Aussage halte, dass man zu dumm ist, um die Programmierung zu lernen. Ja, ich stehe hier und ich kann programmieren, von daher kann ich da vielleicht ein bisschen was zu sagen. Und zwar bekomme ich öfter die Frage gestellt, ob Programmieren schwierig ist, kann, oder ob oder Leute sagen zu mir, dass sie zu dumm sind, um die Programmierung zu lernen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil Programmieren an sich ist natürlich aufwendig. Das heißt, das muss man erstmal hinstellen. Es ist nicht von heute auf morgen getan, wenn man sagt, ich möchte oder ich lerne jetzt Programmieren. Allerdings, im Endeffekt ist Programmieren nicht schwierig. Und ich möchte die Aussage auch erklären, weil was ist Programmieren wirklich? Programmieren ist im Prinzip einfach nur die Tätigkeit, wo du vor dem Rechner sitzt und irgendwelche Textblöcke tippst. Das heißt, du hast keinen oder du hast in der Regel keinen Zeitdruck, du hast keine körperlichen Anstrengungen, wo man jetzt wirklich sagen könnte, du hast jetzt die Limitierung, dass du 1 Meter groß bist und nicht ans Regal kommst, was 2 Meter hoch ist. Da würde ich vielleicht sagen, okay, das kannst du wirklich nicht. Aber beim Programmieren ist es in der Regel so, dass du keine körperlichen Voraussetzungen benötigst. Das heißt, du musst einfach nur in der Lage sein, irgendwas auf deinen Tasten zu tippen. Und dann geht es im Endeffekt einfach nur darum, dass du bei der Programmierung grundsätzliche Vorgehensweisen verstehst und verstehst, wie ein Programm aufgebaut ist. Worauf es bei der Programmierung aber in der Regel mehr ankommt, sind solche Sachen wie, man könnte ganz, ganz stumpf sagen, Vokabeln lernen, man könnte sagen, Grammatik oder einfach Strukturen oder strukturiertes Vorgehen. Worauf es jetzt aber in der Regel nicht ankommt, ist, dass man hier oben besonders viel drin hat. Denn zum Beispiel, bei dem Beispiel, was jetzt mein Fachgebiet natürlich ist, ist das Automatisieren von Handelsprogrammen. Dabei geht es ganz, ganz selten darum, dass man mathematische Berechnungen ausführt, die extrem kompliziert sind. Sondern häufig geht es darum, dass man irgendwelche Werte vergleicht und in Relation setzt, wofür man natürlich kein Doktor haben muss. Oder es geht darum, dass man irgendwelche Indikatoren ausliest und deren Signale umsetzt. Aber es ist nicht so, dass man jetzt zum Beispiel versucht, irgendwelche extrem komplexen Algorithmen zu programmieren, dass man vielleicht versucht, die letzte Millisekunde bei irgendeiner Programmierung von der Hardware rauszuholen, sodass der, weiß nicht, Rasenmäher-Roboter schneller schneidet oder so, sondern es geht bei der Programmierung von Handelsstrategien eher darum, dass du eine Abfolge hast und die dann vom System umgesetzt werden soll. Und ja, wie gesagt, dafür muss man nicht besonders viel Intellekt aufweisen. Das hört sich immer so schlimm an, aber so ist es halt wirklich. Es ist vielleicht so, dass wenn du jetzt ein Video dir anschaust, wo jemand programmiert, vielleicht auch auf dem Kanal hier, wo ich die Reihen mache zu der Programmierung von einfachen Handelsprogrammen, was ich dir sehr empfehlen kann, um mal in das Thema reinzuschnuppern, dann siehst du, dass ich die Sachen sehr schnell schreibe zum einen, zum zweiten, dass ich nicht darüber nachdenke, was ich mache und dabei vielleicht das Ganze noch kommentiere. Und dann denkst du dir, okay, das ist jetzt irgendwie super kompliziert, ich verstehe gar nichts, der macht das so schnell, ich werde das nie schaffen. Was du jetzt aber natürlich nicht siehst, ist, dass ich das Ganze schon seit mittlerweile über 3 Jahren mache, dass ich am Anfang auch an dem Punkt war, wo du vielleicht jetzt stehst und gar nichts verstanden habe und dass ich natürlich das Ganze nicht nur 3 Jahre mache, sondern mittlerweile hauptberuflich mache. Das heißt, ich mache das den ganzen Tag. Und es ist natürlich so, dass ganz am Anfang habe ich sehr wenig verstanden. Ich habe auch über YouTube-Tutorials gelernt. Das heißt, auch da habe ich nicht irgendwie etwas anderes gemacht als du vielleicht jetzt oder einen Vorteil gehabt und habe dann einfach die Programme da mitgeschrieben, mitgetippt, habe versucht, selber Sachen anzupassen, habe es nicht geschafft, hab dann verzweifelt, habe versucht aufzuhören und habe dann weitergemacht. Und das ist auch das Einzige, was mich dazu gebracht hat, dass ich jetzt hier stehe und irgendwas über Programmierung erzählen kann. Denn das Einzige, was dich wirklich dazu bringt, Programmieren zu lernen oder programmieren zu können, ist im Endeffekt, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du das konsequent weitermachst und dann lernst du Stück für Stück dazu. Und wenn du jetzt vielleicht an so einer Barriere bist und denkst, du kommst nicht weiter, dann überleg doch mal,
wo du ganz am Anfang standest, wenn du jetzt schon ein bisschen Programmierung gelernt hast. Du wirst jetzt wahrscheinlich, vielleicht nach einem Monat oder nach 2 Monaten schon in der Lage sein, viel mehr Sachen zu machen als ganz am Anfang, wo du angefangen hast. Du wirst viel mehr Begriffe kennen, viel mehr Vorgehensweisen kennen und genauso ist es bei mir jetzt auch. Das heißt, wenn ich diese YouTube-Tutorials mache und nicht darüber nachdenke und sehr schnell tippe und das vielleicht dann nebenbei erkläre, dann liegt das daran, dass ich die Sachen, die ich bei den Tutorials mache, die habe ich schon 100 oder vielleicht 1000 Mal gemacht. Und wenn du 1000 Mal die gleiche Vorschleife schreibst, for int i gleich 0, i kleiner als x, i++, dann denkst du natürlich nicht mehr drüber nach und dann schreibst du das einfach in 2, 3 Sekunden vielleicht runter. Das ist aber nur das, was du jetzt siehst und nicht das, wie es am Anfang war. Und genau, deswegen finde ich diese Aussagen immer traurig, wenn jemand sagt, ich schaff's nicht oder so. Was eine andere Sache ist, wenn jemand sagt, ich schaff's zeitlich nicht, dann ist es okay, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, weil da bin ich komplett bei dir, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, das zu lernen, weil du musst definitiv Zeit mitbringen, um Programmieren zu lernen. Und wenn du keine Zeit hast, weil du vielleicht in deinem Hauptjob zu stark eingebunden bist oder weil du dir einfach nicht die Zeit nehmen möchtest, im Endeffekt ist es immer nur eine Sache von Prioritäten setzen, dann ist es so, dann kannst du die Programmierung nicht lernen, denn Zeit wirst du definitiv benötigen. Das ist aber auch das Einzige, was du benötigst, denn alles andere kommt wirklich über die Zeit. Und da heißt es einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und dann wird das Ganze schon kommen. Du kannst es dir natürlich einfacher machen, indem du einen kompletten Kurs kaufst, der strukturiert ist, den du zum Beispiel auf der Webseite von uns findest. Erster Link in der Beschreibung. Unter Ausbildung findest du da einen kompletten Kurs, wo ich wirklich von Anfang bis Ende dich da durchlotse, wenn du die Programmierung für den MetaTrader lernen möchtest und Handelsstrategien für Währungs- oder CFD-Handel automatisieren möchtest. Musst du es natürlich nicht machen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht mit einem strukturierten Bezahlkurs gelernt, sondern mit YouTube-Tutorials und dadurch, dass ich in Foren gelesen habe und ganz viel ausprobiert habe. Das geht auch. Das dauert nur ein bisschen länger. Also, wie gesagt, da jedem das selbst überlassen. Aber wie gesagt, denk nochmal drüber nach, wenn du auch bisher immer gesagt hast, ich kann das nicht und ich werde das nie schaffen, dann denk mal drüber nach, ob das vielleicht einfach nur ein falscher Gedanke ist und du vielleicht einfach nicht bereit bist, die Zeit zu investieren. Alles klar. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann drück gerne auf Gefällt mir. Wenn du auch reinschnuppern möchtest mal in die Programmierung, check auf jeden Fall die Playlists auf diesem YouTube-Kanal ab. Da kannst du komplett kostenlos einfach mal kleine Programmiertutorials finden und dir die anschauen, wo ich leichte Programme erkläre. Und da hast du vielleicht dann so einen kleinen Einblick und kannst schauen, ob das was für dich ist. Schreib mal sonst deine Meinung in die Kommentare, insbesondere zu diesem Thema und der Aussage, ich kann nicht programmieren, ich bin da zu dumm für vielleicht. Dann schreib mal deine Meinung in die Kommentare. Denkst du, dass das wirklich ein Argument ist oder dass die Leute einfach nur Ausreden suchen? Und wenn du es vielleicht schon geschafft hast, von dieser Aussage, ich kann nicht programmieren, dahin zu kommen, dass du jetzt selbstständig programmieren kannst, dann würde ich mich umso mehr freuen, wenn du einen Kommentar schreibst. Und vielleicht einfach nochmal das bestätigst oder deine eigene Meinung sagst oder deine eigenen Erfahrungen schreibst, sodass die anderen Leute, die sich noch nicht getraut haben anzufangen, dass sie einfach nochmal so einen kleinen Push bekommen, so einen kleinen Impuls bekommen und sich dann auch trauen, mit dem Thema durchzustarten. Also ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.